Grüß Gott, Herr Wastl. Jetzt haben wir uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ja. Jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr, gell? Aber waren Sie auf Montage? Nein, ich bin ja schon lange in Rente, gell? Ja, aber mir ist halt nicht so gut gegangen. Ja, waren Sie krank? Nein, krank nicht. Ich bin ja pumpelgesund, gell? Aber meine neue Frau, die Lisi, die will halt nicht, dass ich rausgehe. Ja, ist sie denn krank? Weil sie habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Nein, krank nicht. Faul halt. Stinkfaul ist. Boah, so schlimm. Ja, ja, die flagt den ganzen Tag bloß im Bett drinnen, nicht? Und ich muss ihr alles bringen. Und da bin ich so beschäftigt, dass ich fast nicht mehr rauskomme. Dabei waren Sie so ein geselliger Mensch, aber jetzt sieht man Sie gar nirgends mehr. Ja, ja. Erstens geht's rein zeitlich nicht, gell? Und dann sind wir halt inzwischen auch mit alle zerstritten. Also was heißt mir? Sie halt. Ja, aber aufs Dorffest sind Sie doch immer so gern gegangen. Ja, aber sie will ja nicht. Und wenn mich jetzt heimlich hingeschlichen hätte, gell, ja, dann weiß man bestimmt draufgekommen. Und dann? Ja, und dann? Was wird denn dann schon passiert? Ja, dann hätte es wieder ein paar drüber gegeben. Was soll das heißen? Ihre Frau gibt Ihnen ein Watschen? Nein, nein, Watschen nicht. Mit dem Schuhläffi. Ja, um Gottes Willen. Ja, und der ist aus Holz. Das zirkt. Ach, das glaube ich ja gar nicht. Das glauben Sie gar nicht. Wollen Sie mal meine Striemen sehen? Nein, 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 Gott bewahre. Aber warum lassen Sie sich denn das gefallen? Ich weiß nicht, wie der draußen schlafen muss. Ja, heißt das, dass Ihre Frau Ihnen den Haustürschlüssel abnimmt? Ich habe noch nie einen gehabt. Das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Ja, aber zum Essen kriegen Sie schon genug. Ja, ja, da teilen wir redlich. Ja, das ist schon geil. Der Hund und ich. Ja, Lisi? Wem redest du da? Bloß mit der Nachbarin. Und? War sie beim Einkaufen? Ja, ja, aber bloß Lebensmittel, nichts Besonderes. Schon sie gekauft? Was soll ich jetzt sagen? Was haben sie gekauft? Ja, soll ich den ganzen Tag warten? War ich fix? Lisi, warte schnell, ich seh's nicht gescheit. Jetzt bin ich direkt aufgeregt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, sagen Sie halt irgendwas. Ja, Brot, Bananen und Wattestäbchen. Wattestäbchen hat's gekauft und ein Waschmittel. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ist doch wurscht. Ach so. Wahrscheinlich alles nur vom Feinsten, das sieht ihr ja gleich. Wir müssen einen Geldscheiß haben. Jetzt schaust du, dass du wieder reinkommst, sonst reiß ich dir deinen blöden Schädel runter. Schick dich, ich brauch's wieder. Oje. Jetzt muss ich wieder ran. Aber Sie meinen. Ja, Fräule, Sie glauben gar nicht, wie es mir graust. Komm jetzt rein, du Hund! Ich kann's nicht mehr da warten. Ja, dann muss ich rein. Wieder schauen. Ja. Wieder schauen, Herr Wastl. Ei. Los, geh her, du Sau!